Das Sommersemester an der Hochschule Mittweida bleibt digital. Die Gesundheit geht vor und deshalb setzt die Hochschule Mittweida das digitale Semester fort, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Nur wenige Praktika und Übungen, die spezielle Laborbedingungen erfordern und nicht verschiebbar sind, werden seit 18. Mai unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygieneregeln in der Präsenzform durchgeführt. Solche Lehrveranstaltungen finden im Block und zeitlich versetzt statt, sodass die Anwesenheit auf dem Campus entflochten ist. Dort gilt natürlich Maskenpflicht. Ein Campusleben, wie gewohnt, Fehlanzeige. Von den 6.000 Studierenden der Hochschule sind maximal nur 60 pro Tag in den wenigen Lehrveranstaltungen der Hochschule zu finden. Nur sie und ihre Dozenten sowie jene Mitarbeiter, die für diese Art Hochschulbetrieb wichtig sind, dürfen die Gebäude betreten. Öffentliche Veranstaltungen wie das Campusfestival, die Nacht der Wissenschaften, die Ringvorlesungen und die Kinderuni finden in diesem Semester nicht statt. Nach dem digitalen Vorlesungsbeginn am 16. März war das Lehrangebot auf rund 800 Veranstaltungen ausgebaut worden. Diese können Studierende und Lehrende von zu Hause aus wahrnehmen. So werden über 80% der Präsenzveranstaltungen durch Online-Kurse, Videovorlesungen, Webinare oder Videokonferenzen ersetzt. Für alle Beteiligten hat die Hochschule auf der Seite www.campus-mundus-university.de ein umfangreiches Serviceangebot rund um das digitale Lehren und Lernen bereitgestellt. Auch die Forscher arbeiten von zu Hause aus und dürfen nur für bestimmte Arbeiten zu bestimmten Zeiten in ihre Labore. Die Anzahl der Personen in den Gebäuden ist beschränkt. Um unnötige Begegnungen zu vermeiden, meldet die Hochschule weiter. Die Hochschulbibliothek bleibt als Ort geschlossen, hat aber einen Bestell- und Ausgabeservice für den physisch verfügbaren Literaturbestand eingerichtet und bietet weiterhin das umfangreiche Portfolio an digitaler Literatur an. Die Vorlesungszeit dieses Semesters endet am 11. Juli. Dann folgt eine zweiwöchige Prüfungszeit. Auch die Prüfungen finden weitgehend nicht in Präsenz statt. Die Vorlesungen im Wintersemester sollen am 19. Oktober starten. In welcher Form? Das werden die nächsten Monate zeigen.